Gab's hier eigentlich schon mal Tote? Anderthalb. Ein bei einem Verkehrsunfall. Aber den mussten wir sozusagen mit den Kollegen aus der Nachbargemeinde teilen. Und dann... Morgen, Klaus. Tag. Guck mal. Habe ich in meinem Auto gefunden. Mhm. Hast wohl Langeweile gehabt, was? Nein, diesen Strafzettel habe ich Ihnen unter den Scheibenwischer getan. Oh, Eva Mann, meine neue Kollegin, Hermann Jansen. Guten Tag, Herr Jansen. Das war gegenüber vom Metzger. Mhm. Ja, und gegenüber vom Metzger befindet sich die Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr. Nett, dass Sie mich daran erinnern, Frau Mann. Frau Mann, wo sich in Münster die Feuerwehr befindet, ist mir rund 40 Jahre länger bekannt als Ihnen. Er regelt das für mich, ja? Natürlich, selbstverständlich. Frau Mann ist ja neu hier. Macht ja nichts. Kann jedem passieren. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Schönen Tag noch. Herr Jansen. Ja, und der andere hat sich selbst in seinem Stall aufgehängt. Auch Kaffee? Nein. Wer war das bitte? Hermann Jansen? Ja, das weiß ich. Aber ich will wissen, worauf der sich was einzubilden hat. Auf nichts eigentlich. Außer, dass die Hälfte der Bevölkerung von Münster für ihn arbeitet. Vergiss ihn nicht wieder, ja? Du musst es mal machen. Ja, es ist wirklich kalt. Komm nicht so spät. Verpasst, hm? Spring rein. Nina Krohn, Eva Mann, meine neue Kollegin. Hallo. Hallo. Als Polizistin muss es hier doch ziemlich öde sein. Ich meine, am Ende der Welt. Naja, ich habe ja gerade erst angefangen. Richtiger Schatz, Herr Burg. Polizei, Verkehrskontrolle. Guten Tag. Moin, Klaus. Ich habe gerade gemessen, dass Sie mit 11 Stundenkilometern zu schnell unterwegs waren. Ja, das kann gut sein. Ich bin nämlich verdammt spät dran. Stimmt, ist ja schon nach 4. Na, dann jetzt aber die Hühner gesattelt. Und ab, Werner. Und wenn ihr Feierabend habt, dann kriegt ihr bei mir einen aufs Haus. Bis dann. Das war Werner, dem gehört die Gaststätte. Der hätte um 4 Uhr schon aufmachen müssen. Na, dann muss er früher losfahren.
Ja, aber Möhnstadt ist nun mal keine Großstadt. Hier kennt jeder jeden. Sollen wir uns deswegen das Leben schwer machen? Ist denn die Welt gerechter, wenn ich Werner wegen abzüglich Toleranz 9 Stundenkilometern anzeige? Okay, ich hab's kapiert. Aber ich hoffe, Sie wissen, wo Sie da für sich die Grenze ziehen. Ob zum Beispiel ein Kind, das mit 41 Stundenkilometer überfahren wird, Grund genug für eine Anzeige ist. Oder ob wir warten, bis der Fahrer 60 drauf hatte. Ich bin kein Mann, der vor einer Straftat die Augen verschließt. Morgen. Oh, guten Morgen. Ich habe eine Wohnung gefunden. Das freut mich. Ja, mich auch. 80 Quadratmeter, kleiner Garten. Oh, ich glaube, das kenne ich. Das ist doch im Schöckinger 4, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ein komischer Straßenname. Ich habe gestern mit einer anderen Absolventin der Polizeischule telefoniert. Die ist in Hamburg gelandet. Man kennt da ihren Namen. Sie war mal bei der Kripo. Ja, ich wollte eben aufs Land. Hallo? Hallo? Guten Morgen. Morgen. Ist Herr Burg nicht da? Moment. Herr Burg? Ja, ich komme. Hallo, Frau Kruse, guten Tag. Guten Morgen. Meine Tochter ist heute nicht nach Hause gekommen. Wo war sie denn gestern Abend? Na, sie ist in die Disco gegangen, wie jeden Freitag. Oh, Moment, Moment. Polizeirevier Mönstedt, guten Tag. Morgen, Herr Burg. Die Frau ist ertrunken. Ich habe die Brieftasche wegen der Personalien. Nicht nötig. Mager. Haben Sie sie gefunden? Ja. Also die Angela, die hat da geschnüffelt. Und haben Sie an der Leiche irgendwas verändert? Nein. Nehmen Sie die Personalien bitte auf, Herr. Dann bräuchte ich bitte einmal Ihren Namen. Mörger.
Ja, und der Vorname? Manfred. Herr Staatsanwalt. Wo ist sie? Am Ufer. Ein Bier bitte. Oh Mann. Manfred Bröscher, Bürgermeister von Mönstedt. Ach, guten Abend. Ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, Sie im Namen aller Mönstedter herzlich willkommen zu heißen. Vielen Dank. Das geht aufs Haus. Ich würde das gerne bezahlen, so wie alle anderen auch. Das ist jetzt nichts gegen Sie, ich würde das nur gerne bezahlen. Sollte nur ein Willkommenstrunk sein. Na, dann geht das auf mich. Ja? Okay, danke. Prost. Prost. Ich habe gehört, man hat Nina Kron tot am See gefunden. Ja. Wissen Sie da Näheres? Nein. Wie geht's denn, Frau Kron? Schlecht. Soweit ich weiß, war Nina ihr einziges Kind. Ja. Arme Frau. Ist mir völlig unbegreiflich, wie man um die Jahreszeit im See ertrinken kann. Wieso? Naja, wer soll denn da freiwillig reingehen? Bei den Temperaturen. Sie glauben, das war Selbstmord? Das habe ich nicht gesagt. Kann ein Unfall gewesen sein. Nina Kron hatte Asthma. Davon ertrinkt man ja nicht. Ach, Herr Jansen. Na, grüß dich, Manfred. Herr Mann. Ach, Frau Mann. Auch da. Na, Herr Jansen. Na, bist du mit dem Auto hier? Ja, aber es bleibt heute stehen. Ja, dann hört mal alle zu. Ihr habt ja mitbekommen, was passiert ist. Aber bei sowas, wenn man ein Kind verliert, da gibt's einfach keinen Trost. Aber wir können der Jutta Kron finanziell unter die Arme greifen. Wenn ihr alle einverstanden seid, ziehe ich jedem 5 € vom Gehalt ab. Ja, und ich selber packe da noch 5.000 drauf. Gute Idee. Von mir aus sogar 10 €. Ja, da habe ich auch nichts gegen. Ja gut, dann machen wir es doch. Es geht nicht ums Geld. Es geht darum, dass die Frau Kron weiß, dass wir alle hinter ihr stehen. Die Getränke heute Abend gehen alle auf mich. Schönen Abend. Der Club, was ist das? Die Disco? Eine Bar. Und da soll ihr Wagen stehen? Sie hat jeden Freitag da gearbeitet. Aber ihre Mutter hat doch von dieser Disco gesprochen. Ihre Mutter durfte auch gar nicht wissen, dass Nina im Club arbeitet. Aber sie wussten es. Die Hälfte der männlichen Bevölkerung aus Mühlenstedt wusste das ja. Da ist ihr Wagen. Sie hat sich ausgeschlossen. Ist das der berühmte Club? Ja, heute ist Ruhetag.
das Licht brennen lassen. Ja. Batterie ist leer. Die Tote hatte kurz vor ihrem Ableben Geschlechts- und Oralverkehr mit drei Männern. Es ist nicht feststellbar, ob sie nacheinander mit denen zusammen war oder gleichzeitig. Verletzungen, die auf eine Vergewaltigung schließen lassen, habe ich nicht vorgefunden. Das würde ja bedeuten, dass Frau Krohn damit einverstanden war. Und dann ist sie im See ertrunken. Sie ist erstickt. Und sie muss schon tot gewesen sein, als sie, wie auch immer, ins Wasser kam. In ihren Lungen befindet sich kein Wasser. Fremdeinwirkung? Keine. Der Tod trat zwischen 2 und 3 Uhr am Morgen ein. Aus der Krankenakte geht hervor, dass die Frau unter Asthma litt? Ja, aber sie hatte ein Spray dabei, was sie hätte verwenden können. Sagen Sie, können Sie Angaben über das Alter der Männer machen, die mit Frau Krohn intim waren? Es könnte jeder im zeugungsfähigen Alter sein. Genau. Ja, bestimmt Tiefe. Tiefe muss halt immer wissen. Name? Frank Jansen. Einmal den Mund auf, bitte. Du hättest die neuen Kollegen eingeführt? Let's go straight to number one. Marco Jansen, Eva Mann. Abend. Hallo. Und wie gefällt es Ihnen hier? Bis auf die Notgeilen ganz gut. Als was hat Frau Krohn denn hier gearbeitet? Als Tänzerin. Number one. Kurz kennengelernt. Sie wirkte fröhlich und ausgelassen, aber trotzdem irgendwie konservativ. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es ihr nichts ausgemacht hat, sich vor fremden Leuten auszuziehen. Ja, ja, das kommt von ihrer Mutter. Die ist streng gläubig. Vor der Hochzeit nicht und so. Und Nina wusste, dass sie mit ihren Auftritten hier im Club genau das Gegenteil von dem gemacht hat, wofür ihre Mutter steht. Vielleicht war es auch sowas wie eine Befreiung oder so. Ja, okay, ist vielleicht ein bisschen dicke. Aber die Auftritte, die haben ihr dann nicht gefallen, oder? Doch, klar. Das fand sie toll. Wenn von so vielen Männern angeschaut wird, ist doch schön. Play. Three. Können Sie sich vorstellen, dass jemand wie Nina mit drei Männern schläft? Gleichzeitig. Ja, oder nacheinander. Also, es gibt immer Gäste, die mehr wollen. Und das kann jede machen, wie sie will, außer hier drin, sonst verlieren wir unseren Job. Und Nina hat ständig Angebote bekommen, aber sie hat alle abgelehnt. Wie darf ich das jetzt verstehen? Naja, sie hat die Jungs draußen heiß gemacht und das war's. Mehr lief bei ihr nicht. Und damit war sie eine Ausnahme. Alle Tänzerinnen haben sich was dazu verdient? Ja, bis auf Nina. Und dafür wurde sie hier geliebt, aber eben auch gehasst. Aber ich glaube nicht, dass sie was mit drei Männern hatte. Jedenfalls nicht freiwillig. Ninas Tod nimmt sie ganz schön mit, hä? Sie nicht? Doch, natürlich. Nina hat um 12:30 den Club verlassen. Von hier bis zum See sind es 20 Kilometer. Sie ist erstickt, aber nicht ertrunken.
Deshalb ist Tatort und Fundort nicht identisch. Möglicherweise wurde sie hier getötet und dann zum See gebracht. Ja. Ihre Batterie war leer. Ja, und sie wollte nach Hause. Also hat sie jemand gesucht, der sie mitnimmt. Ja, und von dort hatte sie noch 1 oder 2 Stunden zu leben. Der Club ist in Münster ziemlich bekannt, oder? Die Leute reden nicht drüber. Sie waren aber auch nicht das erste Mal da. Nein. Ja? Kann ich kurz reinkommen? Ja, bitte. Ist das wahr? Das war auf dem Flur vor der Umkleide. Ey, und was war das für ein Kuss? Also ich meine, auf den Mund oder auf die Wange? Auf die Wange, aber das war so vertraut. Ich glaube, Nina war in Herrn Burg verliebt. Das bleibt doch unter uns. Ja, sicher. Polizeidienststelle Münstedt, Burg und Tack. Ah, Dr. Vogt. Aha, ja. Sie? Sie hier? Okay, vielen Dank. Vielen Dank, wiederhören. Und? Ist was passiert? Ja, 2 Proben sind positiv, die von Marc und Ralf. Die Söhne von Hermann Jansen? Ja. Und der dritte Mann? Zurzeit nicht feststellbar. Vielleicht kommt er ja gar nicht aus der Gemeinde oder arbeitet nur hier. Oder er hat gar keine Speichelprobe abgegeben. Wie der Pastor. Oder wie ich. Auf jeden Fall kann Nina Krohn jetzt beerdigt werden. Was haben Sie von den Tätern bei meiner Tochter gefunden? Fasern. Herr Burg, ich bin nicht blöd. Ich weiß, dass man mit einem Speicheltest nach anderen Spuren sucht als nach Fasern. Blut, Speichel, sowas. Wir haben Sperma gefunden. Sie ist vergewaltigt worden. Der Pathologe schließt eine Vergewaltigung aus. Das kann nicht sein, ne? Nina hatte keinen Freund. Ich dulde nicht, dass hier im Dorf über sie hergezogen wird, wie über eine Hure. Sie war ein anständiges Mädchen. Ich weiß. Noch nie eine Polizistin gesehen? Doch.
Aber noch nie so eine leckere. Ja. Also ich meine, eine. Komm, gehen wir rein. Frank, du bleibst draußen. Wir wissen, dass du mit Nina Kron geschlafen hast. Und in etwa auch wann. Mhm, stimmt. Uns interessiert der genaue Ablauf des Abends. Und zum Beispiel, waren Sie allein? Nee, Ralf war auch dabei. Ja, und er heiratet ja in ein paar Tagen. Und da wollten wir halt noch mal so einen richtigen Junggesellenabend machen, mit allem drum und dran. Also, im Club natürlich. Natürlich. Naja, irgendwann wollten wir dann nach Hause. Das war so gegen eins. Und Nina stand unten an der Straße. Hat gefragt, ob wir sie mitnehmen können. Weil bei ihrem Auto war die Batterie leer. Haben wir sie mitgenommen? Wir heißt du und Ralf. Nee, und Frank, der war auch dabei. Naja, und weil sie dann schon mal bei uns im Auto saß und weil es ja ein Junggesellenabend war, habe ich sie zum kleinen Privatauftritt überredet. Bei 500 Euro hat sie ja gesagt. Privatauftritt? Mhm. Wo fand der statt? Na hier. Nina hat getanzt. Das hat uns gefallen. Es war gute Stimmung. Naja, und dann ist halt irgendwann mehr draus geworden. Ja, sie ist dann gegangen. Es war so gegen 2:30. Sie hat erzählt, ihre Mutter denkt, dass sie in der Disco ist, also wollte sie nach Hause. Mehr draus geworden. Wie darf ich mir das vorstellen? Naja, sie hat mit meinem Bruder und mir geschlafen. Und Frank? Frank? Frank war total zu, der ist schon beim Strippen eingepennt. Das heißt, alles, was du gerade gesagt hast, können du und dein Bruder gegenseitig bezeugen. Ja, genau. Das ist ja sehr günstig für Sie. Und wissen Sie von einem dritten Mann, mit dem Frau Kron intim war? Nee. Warum ist denn keiner von Ihnen auf die Idee gekommen, das Mädchen nach Hause zu fahren? Erstens wollte sie gerne zu Fuß gehen. Ist ja auch ganz hier in der Nähe. Und außerdem waren wir alle total besoffen. Ich meine, wir hätten ja gar nicht mehr fahren dürfen, oder? Warum hast du uns das nicht alles schon erzählt, als du von Ninas Tod erfahren hast? Wie gesagt, mein Bruder heiratet ja. Hallo, Klaus. Ralf. Frau Mann, meine neue Kollegin. Guten Tag. Ralf Jansen, guten Tag. Hast du mal einen Moment? Ja, klar. Wir hätten da mal ein paar Fragen an dich. Es geht um Nina Kron. Bei Marco waren wir auch schon. Es geht jetzt nicht gegen Sie, aber ich würde das gerne mit ihm unter vier Augen besprechen. Ich dachte, wir ermitteln zusammen. Ja, das tun wir auch. Aber können Sie mir vielleicht den Gefallen tun? Bitte? Ich wollte ihr jetzt nicht kränken oder so. Die ganze Sache ist halt ziemlich unangenehm für mich. Wir haben halt mit ihr geschlafen, wir waren total besoffen. Wenn ich ehrlich bin, ich bereue es nicht wirklich, aber... Naja, jetzt so kurz vor der Hochzeit, da muss man es ja nicht unbedingt an die große Glocke hängen, oder?
geht ja nicht nur um Carmen, es geht auch um die Firma. Weiß ja mein Vater, der will mir jetzt das so langsam alles übergeben. Und ja, dafür habe ich auch vollstes Verständnis. Ich meine, ich bin ja auch nur aus reiner Routine hier. Muss eben alles seine Richtigkeit haben, nicht wahr? Das ist doch klar. Ja, ja, sicher. Sicher. Aber was interessiert es denn die Polizei, mit wem eine Frau im Bett war, kurz bevor sie ertrunken ist? Naja, wir ermitteln wegen Totschlags. Oder sogar Mord. Wer soll denn da ein Interesse dran haben, so ein junges Ding umzubringen? Und warum? Siehst du, das sind eben nämlich genau die Fragen, mit denen wir uns auch herumschlagen. Also ihr habt Nina am Club aufgelesen. Und sie hat privat für euch gestrippt. Ja, da ist ja halt ein bisschen mehr draus geworden, ja. Wann ist Nina gegangen? Puh, 2:30. Und wurdet ihr in der Hütte irgendwie beobachtet? Oder hast du irgendjemanden gesehen, als Nina gegangen ist? Nee. Und hatte sie einen Anfall? Ein was? Asthma. Hatte sie einen Asthmaanfall? Die hatte Asthma? Die war doch noch gar nicht so alt. Ralf, das kann man schon von Geburt an haben. Also, hatte sie einen Anfall? Nee. Gut. Dann war's das erstmal. Es kann aber sein, dass sie nochmal wiederkommen muss, ja? Aber dann diskret, ja? Und wenn du in Richtung Totschlag oder Mord ermittelst, dann möchte ich nicht, dass mein Name damit reingezogen wird. Wenn man Dreck abkriegt, dann bleibt da immer irgendwo was hängen. Du und Marco bleiben außen vor, solange es geht. Moment mal, was soll denn das heißen, solange es geht? Naja, solange es keine Verbindung gibt zwischen euch und dem Tod von Nina Krohn. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es von Vorteil ist, wenn man nicht vergisst, wem man was zu verdanken hat, Klaus. Alles klar? Und ich habe gelernt, dass kein Mensch über dem Gesetz steht. Und das Gesetz in Möhnstedt bin ich. Versprechen Sie es mir. Bei Ihrem Leben. Was? Dass Sie den Mörder meiner Tochter seiner Strafe zuführen. Versprechen Sie es mir. Ich verspreche es, ja. Mein Beileid. Mein Beileid. Mein Beileid. Was geht hier vor? Wir haben mit der Nina Krohn ein bisschen in der Jagdhütte gefeiert. Die ist dann gegangen, so gegen 2:30. Wir sind da geblieben, das ist alles. Ihr habt ihr doch nicht nur erzählt, dass ihr einen netten Hintern hat. Nee, ich hab sie fürs Trippen bezahlt. Ich bin dabei eingeschlafen. Marco und ich waren mit ihr im Bett. Aber das ist dann auch wirklich alles. Ich war auch mal jung, hatte ich und eine Freundin. Auch noch, während ich mit eurer Mutter zusammen war. Aber die leben alle noch. Also, gibt es etwas, das ich vielleicht wissen sollte? Nein, Papa. Also, der Burg und die Neuer, die waren bei Ralf und bei mir. Wir haben ihnen genau dasselbe erzählt. Und die denken, es war Mord, oder? Oder? Ja. Aber damit haben wir nichts zu tun, ehrlich. Und woher weiß die Krone das? Also, ihr behaltet das mit dem Mädchen für euch.
Und jetzt lasst mich mit Ralf allein. Willst du mein Lebenswerk vernichten? Nein, natürlich nicht. Carmen ist die rechtmäßige Alleinerbin von Walter Graf. Ja, ich weiß. Oh. Wirklich? Hast du auch mal überlegt, was passiert, wenn sich herumspricht, dass du kurz vor der Hochzeit noch unbedingt eine 19-Jährige besteigen musstest, zusammen mit deinem Bruder? Dann wird es diese Ehe nicht geben. Und du liebst Carmen doch, oder? Doch, natürlich. Wenn wir die Ketten Graf und Janssen zusammenschließen, brauchen wir unbedingt eine effektivere Infrastruktur, schnellere Verkehrsanbindungen an Straße und Schiene. Das heißt, wir machen uns hier vom Acker? Und was ist mit den Leuten? Wir müssen mitkommen. Oder sich einen neuen Job suchen. Papa, der Burg, der redet in letzter Zeit ein bisschen komisches Zeug. Von wegen, ich bin das Gesetz und so. Ich möchte gern wissen, warum ein Mädchen wie Nina Krohn in einem Laden mit dem Club nackt für Männer tanzt. Weil Männer dafür bezahlen, weil Männer sich antören lassen wollen, weil Frauen das Geld brauchen. Keine Ahnung, ist so eine ganz einfache Rechnung. Aber die haben doch Frauen oder Freundinnen zu Hause. Die haben das doch gar nicht nötig, sich von der Stripperin antören zu lassen. Frau Mann, was ist Ihr Lieblingsgericht? Was hat denn das jetzt damit zu tun? Das sagen Sie schon. Bitte. Wollen Sie was für mich kochen? Ja, vielleicht. Also? Lasagne. Also für so eine gute Lasagne würde ich einiges geben. Lasagne. Jeden Abend? Natürlich nicht. Das wäre doch auch irgendwie langweilig, oder? Sehen Sie? Und deshalb gehen die Männer in den Club. Lasagne ist ihr Lieblingsessen. Und damit das so bleibt, braucht ihr Speiseplan eine Abwechslung. Und das glauben Sie wirklich, ja? Ja. Glauben Sie, die Janssen-Brüder haben Nina Krohn zusammen umgebracht? Oder nur einer von Ihnen? Ich weiß es nicht. Wir haben keine Ermittlungsansätze. Uns bleiben nur Verhöre. Aber da ist ja auch noch der dritte Mann. Vielleicht hat der Nina auf ihrem Weg vom Forsthaus mitgenommen. Mit nach Hause. Ja. Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Und? Polizei Mönstedt, Burg und Tag. Ah, Herr Janssen, ja? Mein ältester Sohn wird das alles bald übernehmen. Ich werde mich dann um andere Dinge kümmern. Ich habe mir ein Gewächshaus bauen lassen, da züchte ich dann Tomaten. Ja, also. Ich will nicht länger um den heißen Brei herumreden. Zwei meiner Söhne waren so blöd, mit einem hübschen Mädchen ins Bett zu gehen, Stunden bevor sie umkam. Aber sie sind nicht die Mörder von Nina Krohn, Klaus. Sie müssen aus den Untersuchungen ausgeklammert werden. Ich kann keinen Dorftratsch gebrauchen. Aber vielleicht ist es Mord. Ich muss ermitteln, sonst mache ich mich strafbar. Sollst du ja auch. Aber ich möchte, dass du deine Ermittlungen leise durchführst. Ich bemühe mich. Deine Mutter würde genauso darüber denken. Ich habe nicht vergessen, was sie für uns getan haben. Gut. Polizeidirektor Straub ist zwar nicht mehr im Amt, aber ich denke, er verfügt noch über sehr gute Kontakte. Ich möchte ihn nicht anrufen müssen. Sie müssen mir nicht mit Straub drohen. Ich weiß, dass die Situation für Ihre Söhne, besonders für Ralf jetzt kurz vor der Hochzeit, etwas Pikantes. Das sollte keine Drohung sein. Nur eine kleine Erinnerungshilfe an bessere Zeiten. Danke, aber die brauche ich nicht.
Mein Gedächtnis funktioniert prima. Ich werde diesen Mord aufklären. Und wenn man das getan hat, wird er für ins Gefängnis gehen. Herr Jansen. Verdacht gegen seine Söhne, nicht an die große Glocke hänge. Ja, aber halten Sie die Brüder für so abgebrüht, dass die Nina Krohn umbringen und dann auch weiter im Club auftauchen, als wäre nichts passiert, so ganz locker? Weiß nicht. Also, wenn ich der Mörder wäre. Mahlzeit. Ja, wenn Sie der Mörder wären? Ja, dann würde ich, also um den Verdacht vor mir abzulenken, alles tun wie bisher. Ich würde meinen Tagesablauf nicht ändern. Mir macht der dritte Mann Kopfschmerzen. Ja. 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 Er hat mit Nina am Tag ihrer Ermordung geschlafen. Das heißt, die beiden haben sich gekannt. Und er war hier in Münstedt. Aber laut Speicheltest wohnt er hier nicht. Ja, aber vielleicht war Nina auch bei ihm. Vielleicht war Nina in Kiel. Dann wollen Sie 100.000 Männer überprüfen? Nein. Aber Ninas Tagesablauf. Also ich meine, irgendwann und irgendwo muss sie den Mann ja getroffen haben. Ja. Übernehmen Sie das? So. Ach ja. Außerhalb der Speisekarte habe ich noch Rehbraten. Mit Bratkartoffeln, Rotkohl. Ja, den nehme ich. Hat der alte Rittner geschossen. Angeschossen? Wann? Freitag, Samstag. Gut. Sie haben ja also seit 2 Uhr nachts gesessen. Aber ich habe das Reh erst so um 6:30 erwischt. Von dort oben, da haben Sie doch einen freien Blick über den Feldweg zum See, nicht wahr? Ja. Und gab's da was zu sehen, so nach 3 Uhr? Ja, merkwürdig. Jetzt, wo Sie das fragen, da war ein Wagen. Um 4 Uhr etwa. Was für ein Wagen, Herr Rittner? Ein blauer BMW mit silbernen Streifen. Ach, der von Marco Jansen. Das kann ich nicht so genau sagen. Es war ja stockdunkel. Das Kennzeichen habe ich nicht gesehen. Jedenfalls ist der Wagen von der Straße auf den Feldweg zum See abgebogen. Mehr kann ich nicht sagen. Danke. Schon wieder los. Nur eine kurze Frage. Ja, schön. Könntest du das nächste Mal vorher anrufen? Klar, mache ich. Und können wir das ohne deine Kollegin besprechen? Darum hatte ich dich neulich schon gebeten. Nein, können wir nicht, Ralf. Was soll denn das? Was bringt das denn jetzt? Das bringt, dass sie es auch hört. Also, du hast gesagt, du und Marco sind in der Nacht in der Nina gestorben. Ist im Forsthaus geblieben. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Und? Und das ist ein Problem. Was meint sie damit? Naja. Wir haben eine Zeugenaussage, die steht im Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Der BMW ist über den Feldweg zum See eingebogen. Und zwar nach 3 Uhr. So, so. Und wer soll das gesehen haben? Das ist vertraulich. Haben Sie dafür eine Erklärung? Okay. Gut, wir sind noch mal losgefahren, nachdem Nina weg war. Uns war das Bier ausgegangen. Da sind wir zu der 24-Stunden-Tankstelle gefahren. Und auf dem Rückweg, da ist Marco schlecht geworden. Da habe ich angehalten. Auf dem Feldweg. War's das jetzt?
Nicht ganz. Wieso hast du mir das nicht bei deiner ersten Aussage gesagt? Mann, Klaus. Wir waren doch total besoffen. In dem Zustand hätte ich gar nicht mehr fahren dürfen. Sie haben also Bier an der Tankstelle gekauft? Ja, so ist es. Haben Sie dafür einen Beleg? Weiß ich nicht. Kann sein. Nach dem Erbrochenen müsst ihr nicht schauen. Wir hatten eine Tüte dabei. Ah, hier. Reicht das? Mhm. Naja, dann. Schönen Tag noch. Ich weiß. Heben Sie solche Belege auf? Nein. Ich sag Ihnen was. Die haben Ninas Leiche am See abgelegt und sind dann mit dem Auto zur Tankstelle gefahren. Falls sie jemand gesehen hat. Und deshalb hatte Ralf auch noch diesen Beleg. Und zufällig eine Plastiktüte dabei. Ja, aber es reicht gerade mal für einen Indizienprozess. Hm? Ich sag, das reicht gerade mal für einen Indizienprozess. Es ist ja nicht verboten, nachts an ein Waldstück zu halten und sich zu übergeben. Was wir brauchen, sind wirkliche Beweise. Und der BMW ist auch nicht dafür geeignet. Weil die Brüder haben ja gar nicht bestritten, Nina vom Club mit zum Forsthaus genommen zu haben. Also würden wir auch ihre Spuren da drin finden. Auch noch einen Kaffee? Ja, gern. Herr Jansen? Also Klaus, so geht es nicht weiter. Ich dachte, wir hätten uns darüber verständigt, dass deine Ermittlungen jetzt kurz vor der Hochzeit sich nicht mehr auf meine Söhne beschränken. Nein, darüber haben wir uns nicht verständigt. Zu einer Verständigung gehören zwei, Herr Jansen. Also pass mal auf. Ich habe keine Ahnung, was dich in letzter Zeit reitet, meine Söhne durch diese ständigen Befragungen in Misskredit zu bringen. Aber vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, dass es ohne mich diese Polizeiplanstelle, auf der du seit ein paar Jahren sehr bequem sitzt, nicht gäbe. Ja, ich hatte Mitleid mit deiner Mutter, als sie so schwer krank wurde und zu dir ziehen wollte. In eine fremde Umgebung, hast du das vergessen? Nein. Ich habe mich im Gemeinderat dafür eingesetzt, dass dieses Revier hier eingerichtet wird, damit ihr Sohn hierher kommen und sie pflegen kann. Aber wenn eine Frau hübsch ist und an Leukämie erkrankt ist, dann ist sie doch nach wie vor attraktiv, nicht wahr? Und meine Mutter hätte sich die Wohnung im Schöckinger gar nicht alleine leisten können, wenn sie nicht ab und zu mal was bekommen hätte. Sie und ich wissen ganz genau, dass meine Mutter bis wenige Monate vor ihrem Tod Ihnen zu Diensten war. Und die Polizeidienststelle haben Sie eingerichtet, weil Sie nicht auf den Sex mit meiner Mutter verzichten wollten. Naja, mag sein. Aber was meine Söhne betrifft, die haben mit dem Mädchen geschlafen. Ermordet haben sie nicht. Und wenn du weiter nachbohrst, ist es ganz schnell im Dorf herum. Vielleicht sogar noch vor der Hochzeit. Und das werde ich auf keinen Fall zulassen. Also, ich sag's dir im Guten, Klaus. Geh nicht zu weit. Ich gehe so weit, wie ich muss. Ist das dein letztes Wort? Das war Anstiftung zur Strafvereitelung im Amt. Carmen Graf wird bald die Bäckerkette ihres kranken Vaters erben. Und die Hochzeit ist für Jansen sowas wie die Krönung seines Lebenswerks. Wenn wir ihm also mit unseren Ermittlungen im Wege stehen, dann wird's ungemütlich. Ihr Kaffee. Der wurde bei einer nachträglichen Fundortbegehung sichergestellt. Ich überprüfe das. Vielen Dank. Wiedersehen. Guten Abend. Schorsch.
Abend. Abend. Werner? Glaubst du wirklich, dass die Jansen-Brüder Nina Krohn umgebracht haben? Wer sagt das? Man hört das so hier und da. Naja, wir sind mitten in den Ermittlungen. Aber genau darum geht's doch, Klaus. Ist doch klar. Wir alle wollen wissen, wer es war. Ist ja auch ein großer Fall für dich, aber der alte Jansen hat gesagt, wenn das nicht aufhört, dann ist das praktisch Rufmord an seinen Söhnen. Dann macht er den Laden hier dicht. Dann macht er die Fabrik zu. Und das sagt er nicht nur so, du kennst ihn. Weißt du, was das heißt? Was? Dann steigt hier die Arbeitslosenquote mal locker auf 60%. Und die meisten von uns müssen ihr Haus noch abbezahlen. Aber wovon? Wir können uns von Herrn Jansen aber nicht unter Druck setzen lassen. Die meisten sind doch schon zu alt, um noch mal irgendwo von vorne anzufangen. Fragen Sie mal einen 45-Jährigen, ob man den noch irgendwo in der Produktion einstellt. Was wird denn das jetzt hier? Soll ich etwa den Fall zu den Akten legen? Wollen wir alles vergessen? Nee, natürlich nicht. Aber dann heißt das ja wohl, dass Ralf und Marco unter Verdacht stehen, oder? Nein! Im Augenblick sind das nur zwei Bürger in Münstedt, die Aussagen über die Nacht machen können, in der Nina Krohn gestorben ist. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn Jansen hier seine Zelte abbricht, dann reißt uns das alle mit. Mich auch. Wer sein Haus nicht abbezahlen kann, der geht da nicht essen und trinken. Ich werde diesen Fall zu Ende führen. Und ich werde mir von keinem reinreden lassen. Auch nicht von Hermann Jansen. Du redest da nicht nur für dich, sondern für uns alle. Weil du setzt nicht deine Arbeit aufs Spiel, sondern unsere. Nein, Fritz, das sehe ich anders. Hermann Jansen setzt eure Arbeit aufs Spiel, nicht ich. Und jetzt würden wir gerne etwas essen. Die Küche hat seit 5 Minuten dicht. Oder machst du noch was? Nee, ich hab schon geputzt. So wie die im Club getanzt hat, musste es ja irgendwann passieren. Wo warst du in der Nacht, in der Nina ermordet wurde? Ich? Ja, du. Da war ich zu Hause. Ach ja, gibt's dafür irgendwelche Zeugen? Du weißt genau, dass ich alleine lebe. Siehst du, Martin, und da ist das Problem. Keine Zeugen. Vielleicht soll ich dich mal vorladen. Ich kann auch anders. Nina war der liebenswürdigste Mensch, den man hier in Münster treffen konnte. Ich schäme mich für euch. Danke. Wissen Sie, ich kann über 11 Stundenkilometer hinwegsehen, aber nicht über einen Mord. Und wenn Sie hier morgens die Autos aufschreiben wollen, tun Sie das. Meinen Segen haben Sie. Was ist, wenn wir uns täuschen? Wenn sie freiwillig mit Ralf und Marco geschlafen hat? Wenn der dritte Mann der Mörder ist? Ja, aber wer soll das sein? Haben Sie Ihren Tagesablauf überprüft? Nina ist um 6:45 von hier weggegangen. Da hat Ihre Mutter Sie das letzte Mal gesehen. Um 21 Uhr ist sie im Club aufgetaucht. Dazwischen liegen ungefähr 2 Stunden, von denen wir nicht wissen, wo Nina Krohn war. Gute Arbeit. Vielleicht war sie ja doch etwas, was bisher niemand für möglich gehalten hat. Eine ganz normale Nutte. Frau Mann, warum sagen Sie sowas? Weil es einiges erklären würde. Zum Beispiel, warum es keine Spuren einer Vergewaltigung gab. Und außerdem würde sich mit der Aussage der Jansen-Brüder decken, dass Freitagnacht einfach mehr draus geworden ist. Nina Krohn hat mit einem dritten Mann geschlafen, obwohl sie, wie hier jeder wusste, keinen Freund hatte. Wer schläft denn freiwillig mit irgendeinem wildfremden Mann? Doch wohl nur eine Prostituierte. Nina Krohn war keine Prostituierte. Woher wollen Sie das denn wissen? Oder haben Sie sie so genau gekannt? Ihre Mutter wusste ja auch nicht, dass sie im Club gearbeitet hat. Thank you.
leid, aber ich habe nicht viel Zeit. Oh, das macht nichts. Können Sie die Aussage Ihres Bruders bestätigen, dass Sie in der Nacht, als Nina gestorben ist, noch mit dem Auto unterwegs waren und in der Höhe des Sees angehalten haben? Ja, mir war schlecht. Mhm. Wir haben Zweifel an eurer Version, weil wir glauben nicht, dass Nina nach Hause gegangen ist. Wie macht ihr das? Könnt ihr Dinge sehen? Ich sag einfach mal, du warst gar nicht schuld. Das war zum Beispiel Ralf. Und du musst ja nicht gegen deinen Bruder aussagen. Ich meine, ich verstehe das schon. Aber irgendwann kommt's dann doch raus. Und dann kriegen wir dich wegen Beihilfe ran. Ihr Bruder hat mehr zu verlieren als Sie. Er wird heiraten, er wird die Firma übernehmen. Vielleicht zeigt er sie ja an, um seinen eigenen Hals zu retten. Nee, das wird er niemals machen. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Und noch was. Ralf hat die ganze Sache jetzt an die Kanzlei Meier und Zehender weitergegeben. Da kommt eine Dienstaufsichtsbeschwerde auf dich zu. Das sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ich wollte dein dummes Gesicht sehen, wenn du das hörst. Und übrigens, vielleicht haben ja die vielen Orgasmen Nina umgebracht. Schon mal überlegt? Du Scheiße! Hör auf! Jetzt gehen Sie. Dir geht's doch gar nicht um Nina, oder? Los, gehen Sie endlich. Dir geht's auch nicht um uns. Dir geht's um meinen Vater, stimmt's? Hauen Sie endlich ab! Da kommst du nicht drüber weg, dass deine Mutter sich von dem hat vögeln lassen. Jeden Samstag! Zweimal! Los, einsteigen! Moin, Herr Bürgermeister. Haben Sie einen Moment für mich? Selbstverständlich. Ah, ich gehe schon mal rein. Ich würde ganz gerne mit Ihnen was besprechen, Herr Burg. Die Drohung von Hermann Jansen ist Ihnen ja wahrscheinlich zu Ohren gekommen. Ist unglaublich, oder? Ja, in der Tat. Oder? Ich meine, was uns allen, was der Gemeinde da an Steuern wegbricht, ist nicht auszudenken. Steuern? Natürlich. Ich bin der Bürgermeister, ich muss das alles bedenken. Wenn Hermann Jansen hier weggeht, dann können Sie Ihren Dienst-BMW, den können Sie vergessen. Dann fahren Sie Käfer. Beetle. Wie? Das heißt heutzutage Beetle. Wie auch immer. Ich möchte gern, dass Sie... Die Ermittlungen, dass Sie die auf den unbekannten dritten Mann konzentrieren. Die Ermittlungen gegen Marco und Ralf Jansen, die bringen doch nichts. Nur Ärger. Ich weiß doch, dass die Brüder Nina nicht ermordet haben. Woher? Sie kennen die beiden. Schon lange, oder, Herr Burg? Wenn Sie ganz tief in sich hineinhorchen, dann hören Sie da eine Stimme, die sagt Ihnen genau dasselbe. Ja, stimmt. Wenn ich ganz tief in mich hineinhorche, dann höre ich eine Stimme, die mir aber sagt, dass der Bürgermeister hinter mir stehen müsste. Sie haben Mönstedt sehr viel zu verdanken, Herr Burg. Wenn Sie so weitermachen, dann sägen Sie an dem Ast, auf dem Sie selber sitzen. Herr Burg. Die Planstelle für die Polizeidienststelle, die kann man auch wieder abschaffen, ja? Ich glaube, ich werde Sie nächstes Mal auch nicht wieder wählen. Planstelle für die Polizeidienststelle. Polizei Mönstedt, Mann? Ja, Vogt hier, Frau Mann. Es geht um die Probe, die Sie mir zur Überprüfung vorbeigebracht haben. Ja? Die DNA-Spuren in dem Kaugummi sind identisch mit denen, die wir in der Spermaprobe des dritten Mannes sichergestellt haben, der Verkehr mit Frau Kuhn hatte. Hallo? Frau Mann? Verstehe. Danke. Nichts zu danken. Wer ist denn der dritte Mann? Wenn ich fragen darf.
Das wissen wir nicht. Noch nicht. Ja. Ich danke Ihnen. Ist Herr Burg da? Nein, Herr Burg ist nicht da. Aber ich richte es ihm aus. Na dann, auf Wiederhören. Wiederhören. Frau Krohn, Sie wollte den Stand der Ermittlungen wissen. Und Sie grüßen. Und warum haben Sie denn gesagt, dass ich nicht da bin? Sie haben doch gerade so viel um die Ohren. Ich muss Sie sprechen. Ja? Ja, kommen Sie rein. Ups. Mach mir gerade was zu essen. Auch Hunger? Tja, guten Abend, Herr Burg. Es tut mir leid. Aber bevor ich es Ihnen schriftlich mitteile, wollte ich Ihnen persönlich sagen, dass ich unser Mietverhältnis kündigen muss. Hm. Und warum? Wegen Eigenbedarf, ja. Mein Sohn wird bald Vater und Sascha und seine Frau, die finden nichts Passendes. Ist ja auch nicht leicht mit Wohnraum heutzutage. Ja, gerade hier auf dem Land, ja. Sie sagen es. Ja. Nehmen Sie es nicht persönlich, das läge mir am Herzen. Natürlich nicht. Machen Sie keine Gedanken. Danke. Guten Abend. Herr Kosack. Mein Vermieter hat mir gerade gekündigt. Als Vorarbeiter bei Jansen. Der zieht ja jetzt alle Register gegen Sie, hä? Gegen uns, Frau Mann. Aber es wird ihm nichts nützen. Ziehen Sie doch den Mantel aus. Ich weiß, wer der dritte Mann ist. Nina Krohn war am Freitagabend 2 Stunden bei Ihnen. Staatsanwalt Prüßmann sicher gerne haben wollen. Ich bin befangen, ich darf nicht weiter ermitteln. Haben Sie Nina umgebracht? Nina und ich waren jetzt seit 5 Monaten zusammen. Wir haben es keinem erzählt. Können Sie sich vorstellen, was sonst im Dorf los gewesen wäre? Vom ersten Augenblick an geliebt. Dabei war das nur ein kurzer Blickwechsel. Das war so ein magischer Moment. Aber man hat geahnt, dass man einen hohen Preis bezahlen muss dabei.
Kennen Sie das? Ja. Ich habe doch nichts Falsches getan. Nichts Verbotenes. Wir wollten weg. Sie hatte extra ihre Arbeitsstelle gekündigt. In 8 Wochen hätten wir hier die Segel gestrichen. Darf ich Sie was fragen? Der Club, hat Sie das nicht gestört? Nein. Nein. Nina hat sich ja für mich entschieden. Aber das im Forsthaus, das hat niemals, niemals Nina freiwillig gemacht. Niemals. Aber sie ist nicht vergewaltigt worden. Also, wie erklären Sie sich das? Ich kann es mir nicht erklären. Das bringt mich langsam in den Verstand. Frau Mann, alles, was Sie jetzt in diese Angelegenheiten tun müssen, dann machen Sie schnell, ja? Unser Polizeirevier existiert keine 48 Stunden mehr. Woher wollen Sie das wissen? Der alte Jansen macht Druck, der Gemeinderat knickt ein und der Bürgermeister wird froh sein, Ihnen die Nachricht zu überbringen. Verlassen Sie sich drauf. Also, schlagen Sie vor. Sie haben jetzt 48 Stunden Zeit. Dann informiere ich den Staatsanwalt. Ich schulde Ihnen was. Sie schulden mir eine ganze Menge. Klaus. Eva. Ich weiß. Ich weiß, wer es war, aber ich kann es nicht beweisen. Als Polizist sind mir die Hände gebunden, aber nicht der Mund. Der Staatsanwaltschaft erkläre ich jetzt meine Befangenheit und verabschiede mich damit von dem Fall. Ach, Herr Lorenz, ich weiß ja, in welchem Gewissenskonflikt Sie sich befinden. Einen Scheiß wissen Sie! Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte mit Ihrer Verlobten sprechen, mit Frau Graf. Das ist jetzt leider gerade ganz schlecht. Die ist nicht da. Und, was sagt Ihnen das hier jetzt? So, schwer zugänglich, die Stelle hier. Gute Nacht. Sie meinen, man kommt hier nicht so zufällig vorbei? Ich pack dann meine Sachen. Ich war betrunken. Nein, nein, Lauens, der Mann ist untragbar geworden. Das muss sofort geschehen. Ja, du weißt, ich bitte nicht gerne um einen Gefallen, aber diesmal tue ich's. Ja, gut, gut, dann soll der Bürgermeister das besorgen. Ja, ja, danke dir auch wieder. Das Grafgeschäft ist gestorben. Du packst dein Zeug und gehst in unsere Filiale nach Sachsen. Was? In den Osten? Ja, in den Osten! Wenn wir eine Filiale in Nordkorea hätten, würde ich dich dahin schicken. Hauptsache weit weg von hier.
Du wirst das Firmenerbe nicht mehr antreten. Das kannst du nicht machen. Doch, kann ich. Tue ich gerade. Du hast dich selbst für diesen Job disqualifiziert. Sie hat es doch freiwillig gemacht. Sagst du. Geh und sag Frank, er soll reinkommen. Das. Du bist dran. Morgen um 8 bist du in meinem Büro. Wir haben viel vor. Die Fabrik wird nach Hamburg verlegt. Du hilfst mir, das zu organisieren. Ja. Danke, dass du uns die Arbeit weggenommen hast. Klasse. Morgen, Eva. Morgen. Das Polizeipräsidium hat beschlossen, dieses Revier hier zu schließen und Sie beide zu versetzen. Das kommt ja überraschend. Ich hätte gern Widerspruch angelegt, aber angesichts der Tatsache, dass Hermann Jansen seine Fabrik schließt und wir im nächsten Jahr immense Steuerausfälle zu beklagen haben, da hatte ich... Oh, ich bin mir sicher, Sie haben es sich nicht leicht gemacht. Noch sind wir nicht aus dem Spiel. Setz dich dahin. Setz dich dahin! Es tut weh! Nina Krohn wurde ermordet. Und einer von euch dreien ist es gewesen. Marco, Ralf oder du? Ich möchte jetzt bitte sofort telefonieren. Wenn sie es nicht waren, dann kriegen wir sie wegen Beihilfe dran. Es war kein Mord. Sondern? Ihr Vater hat dafür gesorgt, dass dieses Polizeirevier morgen nicht mehr existiert und die Ermittlungen im Sande verlaufen. Aber glauben Sie, dass der Freund von Nina Krohn sich damit zufrieden gibt? Glauben Sie nicht, dass er es selber in die Hand nimmt, wenn er hört, dass der Täter ungestraft davongekommen ist? Nina hatte keinen Freund. €1.000? Nein, danke. 2.000? Bleib da noch ein bisschen, ne? Will sie nicht, hast du doch gehört. Nicht mal für 2.000 €. Komm her. Aber vielleicht für einen kleinen Film. Guck mal. Oh, oh. Das wäre doch schlimm, wenn deine Mutter das im Briefkasten finden würde, oder? Das ist doch mein Junggesellen. Jetzt gib mir die Kassette, bitte. Ja, nachher. Komm. Die beiden haben mit einem Video den Beischlaf erpresst? Ja. Und du? Ich hab nichts gemacht. Ich bin kurz eingeschlafen. Und dann? Na ja, nach einer Weile bin ich rüber. Ich dachte, es reicht. Jetzt ist Schluss. Hör mal auf. Was ist los? Hör mal auf. Was ist mit dir? Wissen Sie? Sie hat die Hand gar nicht nach mir ausgestreckt. Ihre Handtasche war hinter mir, die wollte sie haben. Und da war ihr Asthmaspray dran? Ja. Und dann habt ihr sie zum See gefahren?
Ich war nicht dabei, aber sowas geplant, ja. Du bleibst in Gewahrsam. Auch zu deiner eigenen Sicherheit. Moin. Moin. Guten Tag, das ist Herr Frank Jansen. So ist es. Kommen Sie bitte. Ich hatte dich im Verdacht. Tut mir leid. Der Verdacht war ja auch berechtigt. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Franks Aussage steht gegen die Aussagen seiner beiden Brüder. Wenn die dicht halten, gehen sie straffrei aus. Das war kein Mord. Das war sexuelle Nötigung. Ninas Tod war eine Reihe von unglücklichen Verkettungen. Verschon mich damit, ja? Bleibst du noch hier? Ja. Willst du heute Abend zu mir kommen? So in einer Stunde. Ich koche uns was. Mhm. Was gibt's denn? Mal sehen. Gut, bis später. Tschüss. Ralf, Klaus hier. Ich möchte dich und Marco in einer halben Stunde im Forsthaus treffen. Ja, es geht nochmal um die Rekonstruktion dessen, was in der fraglichen Nacht geschehen ist. Gut, dann in einer Stunde. Ja. Schick mich jetzt nach Sachsen. Nach Sachsen, verstehst du? Brötchen mit Hakenkreuzen sollen da ja gut gehen. Sehr komisch. Ja, aber hin musste. So oder so. Nur über meine Leiche. Hallo. Tut mir leid wegen der Verspätung. Ich bin tatsächlich zu Hause eingeschlafen. Danke. Ah. Sehr schön. Schön, dass es dir eingerichtet. Danke. Hast du Hunger? Mhm. Willst du noch was? Mhm. Moment. Wann? Ah, Herr Brussmann.
Mhm. Herr Burg? Ja? Staatsanwalt Prüßmann schickt mich, weil er sie zu Hause nicht erreicht. Auf der Landstraße hat es einen schweren Unfall gegeben. Ein Hundebesitzer hat zwei Tote gefunden. Anscheinend zwei Söhne von Herrn Jansen. Der Herr Staatsanwalt möchte, dass sie sich dort mit ihm treffen. Und die Spurensicherung? Ist unterwegs. Der Herr Prüßmann war gerade dran. Sagen Sie, der Hund, war das ein Dackel? Was? Nicht so wichtig, wir kommen. Herr Mörger. Schönen guten Abend. Hallo. Abend. Haben Sie gesehen, was passiert ist? Nein. Ich habe nur das Auto gesehen. Gut. Ihre Personalien haben wir ja. Ja. Danke. Schicken Sie nach Hause her? Ja, Sie können dann nach Hause gehen. Ja. Und? Exitus? Reifenplatzer? Möglich. Gut. Ich fahr zum alten Jansen und informiere ihn, ja? Wartest du hier auf Staatsanwalt Prüßmann? Mach ich. Ach. Und bring's ihm schon bei. Er nimmt blutverdünnende Medikamente. Ich passe auf, dass er keinen Schlaganfall bekommt. Die beiden Tatverdächtigen im Fall zum Nachteil von Nina Krohn, oder? Mhm. Manchmal lösen sich Fälle von selbst. Wissen Sie, ob die beiden jungen Männer Feinde hatten? Ungefähr 4072. Sie meinen, die beiden waren hier nicht sonderlich beliebt, oder? Ja, das meine ich. Hm. Ich habe vorhin Herrn Burg nicht erreicht. Er war bei mir. Seit 18 Uhr. Ich habe ihn eingeladen. Ja, kalt hier, ne? Ja. Was wirst du jetzt machen? Also ich meine, wo die Fusion mit der Grafkette nicht geklappt hat. Ich denke, ich bleib hier in Münstedt. Es freut mich. Darf ich? Ja.
Schön, dass Sie mit der Firma hier im Ort bleiben. Es wird sicher viele freuen. Ach, und noch was. Wir haben beschlossen, Ihre Aussage zu den Akten zu legen. Unterlassene Hilfeleistung. Ja, aber das macht jetzt auch niemanden mehr lebendig. Und da Sie jetzt hier bleiben? Ja. Die Möhnstädter haben mich für die Wahl zum Bürgermeister vorgeschlagen. Was meinen Sie? Soll ich kandidieren? Entschuldigung, können ja gar nicht sprechen. Bin mir sicher. Ihre Stimme hätte ich.